Ich bin hier mit Ali Kidin. Ali, wir waren heute bei der Neueröffnung vom First Punch Gym. Wie hat es dir heute gefallen? Es hat mir sehr gut gefallen. Alles schön, die neuen Poster, Sandsäcke, mehrere Arten von Sandsäcken, was man mehr zu Uppercuts trainieren kann und alles, mehrere Übungsgeräte da, alles, was man da ausprobieren kann, hat man alles ausprobiert. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Wird man dich öfters hier antreffen können? Auf jeden Fall, ich werde bestimmt öfter hier vorbeikommen. Mhm. Und wir werden auch bestimmt hier eine Veranstaltung organisieren. Steht noch nicht fest, wann, aber wird bestimmt passieren demnächst. Mhm. Du bist seit kurzer Zeit bist du zum Profilager gewechselt. Genau. Warst auch ein sehr erfolgreicher Amateur. Wie viele Amateurkämpfe hast du insgesamt bestritten? Hab ich Anfang 70, 71, 72 gehabt. Ja. 71. Welche Errungenschaften? Deutscher Meister habe ich, glaube ich, gelesen. Deutscher Meister, Hessenmeister, Südwestdeutscher Meister, deutsche Nationalmannschaft habe ich geboxt. Da habe ich auch immer Chemiepokal. Es wird als Mini-Olympiade anerkannt. Da hat dritten Platz gemacht. Hm. Habe ich gegen den einen durch einen Punkt verloren, der dann den ersten Platz errungen hat. Ja. Wann ist dein nächster Kampf? Also am 3.3. steht schon mal der Kampf fest in Köln. Davor auf jeden Fall versuchen wir auch noch eine Veranstaltung zu organisieren für mich, mhm, wo ich schon mal noch einen Kampf davor machen kann. Ja, wir warten mal. Da in Köln, dann wie viel der Kampf wird das sein? Das wird mein 5. Kampf sein, ja. So. Und Gegner steht schon fest, oder? Wir haben schon mal einen im Auge. Wenn der also ja sagt, dann ja. Okay. Wie sieht dein perfektes Jahr 2018 aus? Was hast du dir vorgenommen? So viele Kämpfe wie möglich zu machen auf jeden Fall. So schnell wie möglich hochzukommen. Und ja, für dieses Jahr erstmal den deutschen Meisterschaftstitel erstmal holen. Und danach mal schauen, Anfang nächstes Jahr Europameister vielleicht. Okay, alles klar. Vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke, genau.